Ich denke, die Schuld gehört mit dazu. Das ist eine der grossen Fragen des Menschseins. Was ist Schuld? Wer ist Schuld an was? Und ich tue halt sehr gerne diesen Fragen vertieft nachgehen. Das heisst, man braucht auch ein Vis-à-vis, das das vielleicht auch will. Und die Leute in der Todeszelle, sehr viele davon sind zu dem bereit, weil sie in der Todeszelle sind. Ich denke, in der Zeit, als sie noch draußen waren, wäre es unmöglich gewesen, oder, mit ihnen über so etwas zu reden. Aber durch die Not und durch wirklich das Lebensende, das sie sehen, näher kommen, sind die Fragen auch wichtig geworden, also für viele von denen Gefangenen. Ich habe mehrere, fünf sind es genau genommen, wirklich enge Brieffreunde, die ich sehr häufig schreibe, wo ich denke, das sind enge Freunde von mir. Zwei von denen sind über 20 Jahre im Todestrakt. Einer von diesen fünf ist nicht im Todestrakt, aber auch 20 Jahre drin. Einer ist 10 Jahre drin, der ist schon als 15-Jähriger ins Gefängnis gekommen und ist erwachsen worden im Gefängnis. Und einer ist 7 Jahre drin. Und sie haben auch verschiedene Geschichten. Zwei davon sagen, sie seien unschuldig. Also, es hat, also rein juristisch sind es total verschiedene Geschichten, auch jetzt, die zu meinen Brieffreunden gehören. Was auch noch sehr, wenn ich jetzt mal so würde sagen, sehr interessant ist zum Verfolgen, oder? Also wie, was da juristisch noch abläuft. Und es ist mit Hoffnung verbunden. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes, dass ich für mehrere hoffe, dass es eine gute Wende nehmen könnte, aber nicht für alle. Ja. Ja. Also bei mir sind es ganz klar zwei verschiedene Themen, die mich schon immer sehr interessiert haben. Das eine sind Menschen allgemein, also mich interessieren Menschen einfach sehr, vor allem eben in Situationen, wo einem speziell aufs Menschsein irgendwie zurückwirft, wo man nicht mehr ausweichen kann oder wo man sich mit grundsätzlichen Fragen befasst. Irgendwann habe ich gewusst, jetzt muss ich einfach gehen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, und meine Brieffreunde auch. Das waren zwei Redner in seinem Gefängnis. Und also das war unbeschreiblich, gewesen, wirklich, der erste Besuch. Also die Leute haben es gesehen, weil sie sind einem ja gleich fremd. Also man schreibt Briefe und Briefe und kommt sich sehr näher auf eine Art. Und nachher denkt man, ja, wer briefe ich jetzt da überhaupt? Mhm. Also irgendetwas ist ja gleich fremd. Und das war wahnsinnig schön gewesen. Jetzt gesehen. Und vor allem er, den ich vorhin erzählt habe, der sehr ungeschickt eigentlich ist im Schreiben, also der hat mich also fast sprachlos gemacht, der hat so eine tolle Ausstrahlung gehabt, also ich habe ihm gesagt, er kommt mir vor wie ein alter Indianer. Oder wie ein Baum, wo ich nur noch wollte, in den Schatten liegen. Also seine Ausstrahlung hat mich fast überwältigt und ich bin nicht gefasst darauf, weil er sehr ungeschickt ist im Schreiben, oder? Ich habe mich gar nicht können darauf vorbereiten, oder? Also dass er so wird sein. Das ist mein engster Brief. Mhm. Weißt du, der tut für uncensored Artikel jetzt schreiben. Ja. Die werden so via Internet verbreitet und ich helfe ihm, also ich muss alles aufbereiten und er schreibt ganz gut. Er ist blitzgescheit. Blitzgescheit. Also was die Menschheit eigentlich verliert an ihm, darf man das auch nicht unterschätzen. Aber er ist jetzt im Gefängnis so geworden. Er ist sehr kriminell gewesen. 27 wird. Und sein Ziel ist, die Jungen zu erreichen und davon abzuhalten, das gleich zu machen wie er. Also er will der Welt quasi etwas Positives jetzt hinterlassen, indem er ein paar wenigstens abhaltet. Und er wird gehört. Das ist ganz toll. Ich bin auch schon zweimal, als ich da war, gerade neben einem Gefangenen gesessen im Besucherraum, der seine letzten Besuche bekommen hat und am gleichen Tag hingerichtet worden ist. Und ich bin gerade nebendran gesessen, also neben seinen Angehörigen, die die allerletzten Besuche gemacht haben bei dem Mensch. Und das ist, ich meine, das geht einem so tief, das ist so schrecklich. Auch wenn man den gar nicht kennt und nichts, oder? Man merkt ja, um was es geht und es ist eine Frage von der Zeit und man ist auch in dieser Situation. Und wir sind nachher, nach dem Besuch, sind wir gerade auf den Flieger alle miteinander heimgeflogen. Und er ist dann eben dort hingekommen, wo sie ihn am Abend hingerichtet haben. Und wir haben gewusst, Punkt 6 passiert, oder?
Und wir haben natürlich im Flieger am 6 Uhr auf die Uhr geschaut und gesagt, jetzt. Und uns ist im Flieger gerade die Enden zur Nacht serviert worden. Mir hat gerade vor ganz kurzem einer von meinen Brieffreunden geschrieben, der 20 Jahre drin ist, er hat eigentlich überhaupt kein Leben, aber eigentlich hat er schon ein Leben. Aber es sei nicht bei ihm, sondern es sei bei mir. Und er hat dann das in einem nächsten Brief nochmal erklärt, weil er denkt, dass ich das vielleicht nicht verstanden hätte, dass er komplett mit dem mitlebt, was ich ihm liefere, an Bewegungen, an was ich gemacht habe. Und dann denkt er auch an dem herum, wie er es hätte machen können, oder er wird an Sachen erinnern zu dem Thema, das er erlebt hat, oder wie er es anders machen soll oder so. Also ich bringe ihm die Bewegung rein und Gedankenanstöße. Und das hat mich schon sehr berührt, wie er das so gesagt hat. Sein Leben sei nicht bei ihm, sondern draussen bei mir. Und das, denke ich, haben viele Brieffreunde als Wunsch oder als Erwartung im Hinterkopf, auch wenn sie es nicht formulieren können, dass jemand ihnen Leben bringt. Und das ist auch wirklich sehr verständlich, weil es bewegt sich ja nicht bei ihnen. Was mir meine Brieffreunde einfach viel erzählen, ist, dass es keinen Unterbruch gibt. Also es ist eigentlich jeden Tag gleich wie der andere. Es gibt normale Tage und dann gibt es noch zwei schlimmere, das ist Samstag, Sonntag, wo keine Post kommt. Und bessere gibt es eigentlich nicht vom Gefängnissystem her. Höchstens, wenn sie einen Besuch bekommen, das sind dann die besseren Tage. Ihr seht jetzt hier eben, das ist also der gleiche Maßstab, 1 zu 6. Hopp, ist der Maßstab. Da sieht man jetzt so die Grössenvergleich. Das ist die Schachtel, die habe ich auch noch gemacht, wo auch im gleichen Maßstab, wo jetzt der ganze Besitz müsste drin Platz haben, die wären jetzt da so groß. Nach 20 Jahren hat man einfach 20 Jahre lang den gleichen Tag sozusagen erlebt, oder? Und sie sitzen dort und sind zum Nichtstun verdammt. Und zum Teil sind sie intelligente Menschen und kreative und alles. Und sie können einfach nichts machen. Gleich ist es ein Mensch. Man kann nie sagen, es ist kein Mensch gewesen. Es gibt kein Monster. Es sind immer die Menschen.